Ja, und die Hose. So, guten Morgen, ihr Lieben. Es ist schon ein bisschen später. Calvino ist schon mitten im Homeschooling, Bernd ist schon auf der Arbeit. Und ich ziehe die Molly gerade an. Hab sie gewaschen, alles fertig gemacht. Und ich habe sogar schon Essen aufgesetzt. Ja, ein bisschen später, weil erstmal musste ich fit werden. Wir haben gestern ganz lange hier Musik gehört und mitgesungen. Wir hatten so einen richtigen Familienabend. Moment. Ach, Molly, ein bisschen rüber. Shit. So. Dann hole ich mal die Kamera. So. Genau, die Molly guckt nämlich hier dem Kamin zu und ihrer Hand, ne? Ja. Wir hatten gestern, das hatten wir schon mal gemacht, das hatte ich euch letzte Mal auch erzählt, mit YouTube vom Handy zum Fernseher alte Videos geschickt. Dann haben wir halt Musik gehört und mitgesungen und so und über alte Zeiten geredet und alle waren dabei, auch Smurfy, ne? Und Calvino und Molly. Und es war ein richtig schöner Abend und es ging ein bisschen länger und deswegen war ich heute sehr müde. Du auch? Haben wir lange Party gemacht gestern? Ja, fein. Genau. Und deswegen haben wir heute erstmal ja, ganz viel Kaffee getrunken, wieder mal, und sind in den Tag gestartet. Ja. Jo. Ich muss mir immer einen Zopf machen, weil die Molly mir so in die Haare zieht. Die hat ja so diesen Greifreflex, oder wie sollen wir das nennen? Und dann hat sie immer sofort die Haare in der Hand, ne? Die lässt du nicht mehr los. Tut, tut. Tut, tut, die lässt du gar nicht los. Nein. Nein. Dann geben wir mal wieder einen Zopf, ne? Okay. Okay. Macht ja nichts. Macht ja nichts. Genau. Ich habe Essen aufgesetzt. Und zwar gibt es heute wieder den Voodoo-Eintopf. Den habt ihr schon mal gesehen. Der ist sehr, sehr lecker. Der hat uns super geschmeckt. Den Weißkohl und die Möhren koche ich separat und das kommt dann gleich da rein. Einmal aufkochen, fertig. Kann man mit Reis oder Kartoffeln essen. Ja, Calvino hält jetzt kurz die Molly. Hm? Sie sagt, hello, look at my hand. Ja. Und ich mache hier eben den Reis schon mal für unseren Voodoo-Eintopf. Der Calvino hat gerade Pause. Gleich geht's aber weiter. Leider. Ja. Und was wollte ich euch sagen? Ich weiß es nicht. Leute. Es ist immer derselbe eintönige Alltag, habe ich das Gefühl. Das Einzige, was einen so, oder uns jetzt so, mich, ich kann ja nur von mir reden, ein bisschen Abwechslung verschafft, ist wirklich das mit dem Auswandern. Das ist so spannend und man kann das planen und man hat was zu tun. Also, ja, was soll ich euch sagen, ne? Es geht euch allen genauso. Das Thema hatten wir ja schon öfter, dass es uns allen so geht. Nicht raus, es wird immer schlimmer, immer strenger und ja, am liebsten würden wir sofort jetzt fahren. Ich hab's geschafft. Sie ist eingeschlafen im Tragetuch. Ich war jetzt mit ihr und Smurfy einfach spazieren und dann ist sie tatsächlich ganz selig eingeschlafen. Ich kann die Zeit jetzt super nutzen. Und zwar habe ich hier einen Wäschekorb. Den muss ich unbedingt die Wäsche alles falten und wischen. Ich habe jetzt hier schon den Eimer reingestellt. Ja, habe schon ein bisschen Putzmittel reingemacht. Habe ich hier den General. Der riecht voll lecker. Aber den blauen mag ich noch lieber davon. Bei Lidl gibt es den nachgemachten davon, vom General, den blauen. Also der schmeckt sehr ähnlich. Der schmeckt, ach Mann, der riecht sehr ähnlich. Mann, ich habe voll Wortfindungsstörungen. Bist du jetzt gut drauf? Ja? Hast du schön geschlafen? Ja? Hast du schön geschlafen? Jetzt geht's dir besser, ne? Ja.
wird jetzt schön, weil sie nicht 2 Stunden geschlafen in meinem Tragetuch bei mir. Jetzt hast du bessere Laune. Ja. Jetzt konnte ich sie auch ein bisschen ablegen. Und dann kann ich hier wieder meinen Haushalt schmeißen. Ich wasche jetzt schon mal den Basmati-Reis. Also wir essen eigentlich immer Basmati-Reis. Der schmeckt uns am besten. Und ihr seht, das Wasser ist jetzt ganz milchig. Und den wasche ich so oft, bis das Wasser klar ist. Das dauert echt lange. Ja, was erzählst du, Molly? Also wir haben 2 wunderschöne Brote. Einmal das Bauernbrot, was ich gestern gebacken habe. Und ein schönes Toastbrot mit einem kleinen Unfall. Den habe ich euch auf Instagram gezeigt. Aber es ist schön geworden, das Toastbrot. Aber es hat noch einen Haken da unten drin. Da vom Brotbackautomat. Und dafür gibt es extra dieses Werkzeug bei einem Brotbackautomat dabei, damit man den ziehen kann. Zack. Tada, da ist er. Heiß, das ist noch warm. Sehr heiß von innen. Das kühlt jetzt ab und dann kann ich die nachher schneiden, die Brote. Die habe ich vergessen. Nudeln haben wir. Oh nein, tut mir leid. Ich dachte, oder haben wir noch Glaskartoffeln hier? Ich glaube nicht. Guck mal. Oh, der Calvino isst doch so gerne Reis mit Kartoffeln. Da, wir haben noch welche. Ja. Yay, ist das Mittagessen gerettet. Sorry, habe ich echt gar nicht mehr dran gedacht. Ja, mach ich in der Mikrowelle eben. Ja, liebe Glas in die Mikrowelle. Dann zeigst du mal unser Essen eben, was es gibt. Oh, es gibt Voodoo-Eintopf mit Reis. Wie viele Kartoffeln? Und für mich Kartoffeln. Mach 5. Oh, Ecki. Letzte Dose. Letzte Glas. Kartoffeln aus dem Glas. Ich will Kameramann. Guten Hunger. Wer möchte Tabasco? Ich nicht, danke. Nicht? Oh, habe ich dir drauf gemacht. Oh, sorry. Ich? Ach so, der Hund. Hier haben wir schon angefangen, das Brot zu schneiden. Aber der Toast war zu warm. Deswegen warten wir noch. Das Murphy ist frech wie immer. Ich habe gesagt, es gibt Pfötchen, hat er wahrscheinlich nicht verstanden. Ist er schon verstanden, aber er wollte so tun, als wenn er das nicht versteht. Er hat eine Kidneybohne gekriegt, hat er so. Ich schieße da gleich raus. Ja, mit dir. In mein Gesicht. Ja? Jetzt mache ich uns einen Kaffee und dann gibt es Kuchen dabei. Wir haben nämlich noch einen Rest Käsekuchen. Genau, und dann wollte ich gleich noch einen Marmorkuchen oder so backen, weil wir morgen Besuch bekommen. Ich habe jetzt 3 Stunden mit der Kleinen auf dem Sofa gelegen. Ich habe jetzt nicht geschlafen oder so, halt immer so wieder die Augen ein bisschen zugemacht, einfach entspannt. Ne? Und die Kleine hat voll viel geschlafen heute im Tragetuch und auch jetzt auf dem Sofa. Die schläft jetzt immer noch, bis es hell. Das Murphy, geh mal runter. So, und jetzt ist aber schon 18 Uhr und ich bin jetzt mal aufgestanden. Ich musste nämlich gleich hier noch Abendbrot machen und habe die Waschmaschine nochmal gewechselt und ja, hier halt aufräumen und alles. Das muss ich jetzt alles wegspülen und das ist halt Reste der Voodoo-Eintopf und der Reis und Calvinos Kartoffel. Das gibt es dann übermorgen wieder. Genau, und jetzt piepst die ganze Zeit. Ja, und ich habe irgendwie so einen Kuschelnachmittag, den habe ich total gebraucht. Boah, ich gehe mal hier aus der Sonne. Warte, Sonne erzähle ich euch erstmal. Und dann kann ich ja weiter putzen. Also, ich habe voll das Bedürfnis gehabt, so einen richtigen Kuschelnachmittag zu haben. Auch wenn ich Videos mache, sonntags, so zum Beispiel, wo ich sage, wir machen Gammelsonntag, mache ich doch immer irgendwas. Sobald die Kleine schläft oder der Bernd sie hat, mache ich dann dies und das, Wäsche, keine Ahnung, alles, was ich sonst so schlecht machen kann, wenn sie halt
wach ist oder wenn ich sie stille und so, ne? Und ja, diese 3 Stunden, die haben mir voll Energie gegeben. Das tat einfach so total gut, einfach mit ihr entspannt da zu liegen. Ich wusste zwar, okay, du müsstest jetzt eigentlich die Wäsche machen, du müsstest jetzt eigentlich hier aufräumen und dies und das machen. Ich habe hier ein Reiskorn, ne? Sorry. Der ist gerade da hochgeflippt beim Putzen. Du müsstest das Brot zu Ende schneiden hier. Ich hätte so viel machen können, aber ich habe gedacht, nein, Michaela, du bleibst jetzt einfach mal liegen. Wir sind so viel gelaufen die letzten Tage. Ich weiß nicht, inklusive gestern und das ganze Wochenende, wo Bernd frei hatte. Ach, jetzt kommt, ey, Etty, aus! Aus! Jetzt hat er sich aus dem HWR die Hose geholt hier. Aus! Aus! Dann hat er hier geschrömmelt auf dem Sofa, so ein Holzding. Egal, jedenfalls sind wir ganz viel gelaufen an dem Wochenende, wo Bernd frei hatte. Es war ja auch herrlichstes Wetter. Ne? Wir haben das richtig, richtig ausgenutzt und genossen. Aber es hat mir mega die Kraft geraubt. Ich bin so müde. Und es tat jetzt einfach mal gut, mit meiner Maus da zu liegen und zu chillen. Und ja, ich würde jetzt auch den Vlog hier beenden. Ich mache jetzt hier klar Schiff, so weit wie ich komme. Und dann mache ich Abendbrot. Und dann sehen wir uns morgen, ich hoffe, in alter Frische. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen. Tschüss.